In diesem Video möchte ich darüber sprechen, wie du einen 3D-Screen-Effekt in DaVinci Resolve bekommst, welche unterschiedlichen Möglichkeiten es gibt und wie du es umsetzt. Auf geht's! Also, angenommen, ich habe jetzt hier diesen Clip, den ich in 3D setzen will, dann ist das Einfachste, was ich hier machen kann, in die Effekt-Library hier oben zu gehen, unter Open Effects mir mein Transform-Tool hier auf den Clip zu ziehen, mein Overlay hier auf Open Effects Overlay umzuschalten, dann in den Effekt zu gehen, von Sliders auf Interactive Canvas zu ziehen und das Ganze so zu positionieren, wie ich das haben möchte. Und das Ganze kann ich dann auch keyframen und dann am Anfang einen Keyframe setzen und dann wieder einen weiteren Keyframe setzen, sobald ich das Ganze geändert habe. Und damit ändert sich quasi mein Canvas in 3D mehr oder weniger. Dieser Transform Canvas ist eher was für statische Aufnahmen und vor allen Dingen für statische Bilder, die du mal in 3D setzen willst. Wenn du wirklich was Animiertes haben willst mit nur einer Plane, dann ist das DVE-Tool Infusion die bessere Alternative. Ich lösche also hier den Effekt und gehe in Fusion. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, mit Shift Space nach DVE-Tool zu suchen, also DVE, und das einzufügen. Und in den DVE-Tool habe ich hier jetzt ein emuliertes 3D. Ich kann also das Ganze in Z nach hinten schieben und in X und Y hin und her bewegen. Also wie eine 3D-Ebene, die dann gedreht wird. Hier habe ich dann also auch die Möglichkeit, mit ein paar Keyframes schöne Animationen zu machen. Aber für den richtigen 3D-Kamerafahrten-Trip brauchst du schon ein 3D-Setup. Und das geht folgendermaßen. Ich lösche also mein DVE-Tool hier mal raus und hol mir hier eine Image Plane 3D rein, eine Merge 3D und eine Kamera 3D. Die Kamera 3D verbinde ich in die Merge 3D und dann hole ich mir noch meinen Render 3D. Dieser Render 3D, den brauche ich ja, um mir das Ganze dann wieder als 2D-Bild für die Timeline anzeigen zu lassen. Jetzt verbinde ich einfach nur mein Media In mit der Image Plane. Wenn ich mir jetzt die Merge 3D anzeigen lasse, dann siehst du, ist mein Bild in 3D gesetzt. Wenn ich mir meinen Render 3D angucke, sehe ich aber nichts. Und das liegt daran, dass die Kamera quasi durch meine Imageplane durchguckt, weil die auf derselben Position hocken. Das heißt, ich wähle jetzt meine Kamera an und ziehe die einfach in Z nach hinten, bis ich mein Bild wieder sehe. Das ist ja das ganz normale 3D-Standard-Setup. Jetzt gucken wir uns an, wie wir das animieren. Ich habe jetzt hier also mein Render 3D auf der linken Seite und meine Merge 3D auf der anderen Seite und möchte jetzt meine Kamera animieren. Damit wir allerdings auch nachher Tiefenunschärfe einfügen können, möchte ich mir zuallererst meine Focal Plane anzeigen lassen. Dazu klicke ich meine Kamera an und hier unter Control Visibility kann ich meine Focal Plane aktivieren. Und du siehst das große grüne Kästchen hier drüben, das ist meine Focal Plane, die ich dann hier anzeigen kann. Und das ist quasi der Ort, wohin meine Kamera hinfokussiert. Und jetzt möchten wir uns noch einen Controller erschaffen, damit wir bestimmen können, wo unsere Kamera hinzielen soll. Und dazu gehe ich auf die Transforms. Und hier unter Pivot sage ich Use Target. Jetzt ist hier ein zweiter Punkt aufgekommen und egal wo ich den hinziehe, meine Kamera guckt dann darauf. Nachdem wir jetzt die Focal Plane und den Pivot aktiviert haben, möchte ich das Ganze animieren. Dazu klicke ich hier die roten Tasten an für Keyframes, sowohl bei Pivot als auch bei Translation. Also Translation ist ja die Position meiner Kamera und Pivot ist ja das, wohin meine Kamera zielt. Da der Pivot allerdings nur eine gerade Ebene ist, brauche ich nur X und Y. Wenn du allerdings ein 3D-Objekt hast, auf das du guckst, dann wäre es vielleicht sinnvoll, hier auch Z anzuwählen. Und nicht vergessen, unter Controls bei der Focal Plane möchten wir natürlich auch noch ein Keyframe setzen. Okay, jetzt habe ich meine Start-Keyframes gesetzt. Jetzt möchte ich ein bisschen in der Zeit nach vorne gehen, meinen Target Point dahin schieben, wo ich hinvisieren will mit der Kamera und meine Kamera an einen Ort bringen, wo ich das Ganze schön empfinde. Und du siehst, jetzt wird mir hier gleich eine rote Linie angezeigt und das ist die Bewegung, die meine Kamera in 3D vollführen wird. Die Keyframes hat es jetzt automatisch gesetzt, da ich sowohl den Target als auch die Translation verändert habe, aber die Focal Plane müssen wir noch einstellen und da ziehe ich das jetzt ganz einfach ein Stückchen zurück. Und wenn mir das schwer fällt einzuschätzen, dann klicke ich hier einfach mit Rechtsklick auf dieses kleine Gizmo hier und wähle Top, weil ich dann sehe, okay, das ist mein Target Point und das Grüne hier ist meine Focal Plane. Das bedeutet, ich schiebe meine Focal Plane an die Stelle, wo ich hinfokussieren will. Dann gehe ich ein Stückchen weiter nach vorne,
kann jetzt meine Kamera noch ein Stückchen weiter rumziehen und nach oben. Und du siehst jetzt, meine Kamera macht gerade Bewegungen. Wenn ich das rund gestalten möchte, dann mache ich Folgendes. Ich markiere mir hier den roten Pfad und drücke mit Shift-S einmal drauf und damit bewegt sich meine Kamera in einer runden Bewegung. Und damit habe ich jetzt schon mal meine Kamera in dem Sinne animiert. Aber du siehst, ich bin hier by far nicht real-time. Wenn du das beschleunigen willst, dann würde ich dir Folgendes empfehlen. Du kannst hier oben unter Playback Timeline Proxy Mode auf Quarter stellen und damit geht es schon mal um einiges schneller. Und du siehst das mehr oder weniger in Real-Time. Und wenn du jetzt noch deine Animations-Move machen willst, weil du siehst ja, wie unsere Kamera irgendwo hinpointet, ist ziemlich hart, dann machst du Folgendes. Du klickst hier oben auf Splines und kannst dir jetzt hier alles anwählen und hier mal deine Animation anstellen. Und du siehst, X, Y und Z ist hier schon ziemlich smooth, aber diese X-Target, Y-Target und Focal Plane, die sind noch ziemlich linear in den Keyframes und die können wir jetzt smoothen, indem wir die einfach markieren und mit Shift-S einmal aussmoothen. Und damit habe ich eine smooth Bewegung, die langsam ist. Und wenn du das noch mehr smoothen willst, dann kannst du natürlich Folgendes machen. Einfach die Keyframes anmarkieren mit rechts, Ease, dann auf Dialog. Und jetzt hast du einen Ease-Dialog und da würde ich dir immer empfehlen, In-Out-Cubic zu wählen und hier bei In 0.6 einzutragen und bei Out 0.4. Und das ist quasi eine Kurve, die sehr steil in der Mitte ist, aber sehr smooth am Ende. Und damit siehst du, haben wir hier sehr schönes Abbremsen zwischen den Keyframes. Und jetzt fehlt bloß noch die Tiefenunschärfe anzuschalten. Und dazu gehe ich in meinen Render 3D, kann jetzt hier von Software Render auf OpenGL Renderer stellen. Weil der meistens auch schneller ist, würde ich dir den grundsätzlich empfehlen. Und dann unter Accumulation Effects Enable Accumulation Effects aktivieren. Und dann hast du die Quality und die Amount of Blur. Je höher die Qualität, umso langsamer der Render. Aber du kommst auch hier mit einer Qualität von 16 super gut aus. Und wenn du dir das auch richtig angucken willst, dann kannst du hier unter Playback wieder den Timeline Proxy Mode rausnehmen. Und dann siehst du, wie es dann am Ende aussehen würde. Und wenn du das Ganze hier screenfüllend haben willst, also keine Transparenz, dann ziehst du dir einfach noch einen Background mit rein, gehst auf den Color Picker, nimmst dir das DaVinci Grau her und verbindest das einfach mit einer Merge. Background als orangener Pfeil in die Merge, Render 3D als grüner Pfeil in die Merge und das verbindest du mit deinem Media Out. Und schon hast du ein Bild, was ich sehen lassen kann. Dieser 3D-Screen-Effekt war nur der Anfang von 3D und es ist ziemlich basic. Wenn du wirklich in 3D einsteigen möchtest mit DaVinci Resolve, dann schau dir diese Playlist an und das wird dir helfen, 3D in Fusion zu verstehen. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.